Guten Tag, meine Lieben. Willkommen zu Teil 2 zu Lias Geburtstagsparty. Ich bin schon seit 8 Uhr wach und bin voll dabei, hier die Küche aufzuräumen und Essen vorzubereiten. Ich habe jetzt schon zwei Pizzaschnecken gemacht und jetzt bin ich dabei beim Nachtisch und Mini-Hotdogs mache ich noch. Das habe ich jetzt soweit vorbereitet, das mache ich jetzt auch schnell fertig. Ich könnte dir einfach mal alles zeigen. Also hier habe ich schon mal abgewaschen heute Morgen um 8 Uhr. Und hier schmilzt gerade Schokolade für den Nachtisch. Ist auch schon fertig gleich. Und hier habe ich schon die erste Fuhre Pizzaschnecken. Und die zweite Fuhre ist gerade im Backofen. Sind auch gleich schon fertig. Hier habe ich den ersten Nachtisch. Das sind einfach so kleine Waffeln mit Sauerkirschen drauf. Da kommt dann gleich noch Schoki oben drauf. Das gleiche mache ich jetzt gleich nochmal mit Erdbeeren. Dann habe ich hier die Würstchen für die Mini-Hotdogs, habe ich jetzt gerade klein geschnitten. Hier, wie gesagt, die zweite Fuhre Waffeln, da habe ich einfach diese hier einfach klein geschnitten. Genau, und da kommen, wie gesagt, noch Schoki oben drauf. Dann gibt es gleich noch, wie gesagt, die Hotdogs und dann mache ich noch kleine Mini-Burger. Dafür muss ich jetzt gleich noch die Brötchen backen. Genau, ich mache einmal die Burger mit Dinkelmehl, einmal ganz normal mit Weizenmehl. Genau, einmal halbe. Und hier, die Schoki ist jetzt fertig, die werde ich jetzt gleich über die Kirschen machen, über den Nachtisch rüber. Hier ist die Torte. Wir hatten leider gestern einen kleinen Rehunfall. Dementsprechend ja, hat Felix dann hier versucht, die noch schnell zu retten, dass sie nicht in den Fußraum fällt und hat dann hier reingegriffen. Aber hauptsächlich die Torte ist heile geblieben. Ja, so sieht die aus. Richtig toll. Ich bin echt mega begeistert. Im Kühlschrank haben wir auch noch die Muffins. Die sehen so aus. Schaut mal hier mit den Mini-Schildkröten. Oh Gott. Handgemacht mit Liebe von Tammy. Richtig toll. Ich verlinke euch mal die Liebe in der Infobox. Und falls ihr da mal eine Torte sucht, könnt ihr da mal vorbeischauen. Puh, so meine Lieben, 4 Stunden später bin ich tatsächlich fast fertig. Ich habe jetzt gerade noch die Brötchen gebacken für die Hamburger, die stehen jetzt da gerade noch auf dem Tisch. Und ich habe sogar die Küche wieder komplett sauber gemacht, wie ihr seht. Inklusive Abwasch und alles ist das hier wieder frisch. Jetzt haben wir nur noch hier das Chaos, aber hier muss ich ja gleich noch die Burger belegen. Und ich mache mich jetzt aber erstmal fertig, denn in einer Stunde kommen die alle schon. Die sind auch schon alle unterwegs und ja, deswegen mache ich mich jetzt schon fertig. Schminke mich ziemlich um und dann geht's weiter. So, ich wollte euch natürlich noch unseren Partyraum zeigen, und zwar unser Wohnzimmer. Wir haben hier einmal zwei Bierbänke stehen. Die Deko sieht so aus. Richtig schön. Hier haben wir einmal Happy Birthday stehen. Die Ballons sind ein bisschen kaputt. Und hier steht noch Lia und hier haben wir noch so einen Herzluftballon.
Hier ist unser Buffet und hier ist auch nochmal so Happy Birthday mit einer 1. Hier sind auch noch ein paar Luftballons. Hier auf dem Fernseher läuft eine Dia-Show mit Lias Fotos. Also nicht wundern. Genau, und hier haben wir da einmal das Buffet. Wir haben hier einmal die Waffeln mit Kirsche und Schokolade. Hier habe ich noch ein paar Erdbeeren mit Schokolade gemacht. Wie sagt man? Pizzaschnecken. Einmal die Torte, da habe ich jetzt noch die Muffins rumrum gestellt. So schön, oder? Oh Gott, so toll. Und hier sind die Waffeln mit Erdbeeren. Hier sind die Hot Dogs. Und hier sind noch mehr Pizzaschnecken. Genau, das ist so das Buffet. Hier ist der zweite Tisch. Da ist noch Lias Stuhl. Und hier überall sind noch ganz viele Luftballons. Genau, das ist also unsere Location. Meine Lieben, das war Lias Geburtstag. Ich habe versucht, euch so ein bisschen mitzunehmen. Hat nicht so gut geklappt, weil wir einfach auch so viel Spaß hatten und die Zeit einfach auch genießen wollen. Ich habe mein Handy auch mal so den ganzen Tag weggelassen. Das war auch richtig schön. Und wir haben die Zeit einfach mit der Familie genossen. Der Kuchen war der absolute Hammer. Leute, ich sag's euch, der war wieder so lecker. Genauso wie die Tauftorte. Ich verlinke euch die liebe Tammy einfach mal in der Infobox. Falls ihr zur Nähe von Kiel kommt, lohnt sich das auf jeden Fall, wenn ihr eine Torte sucht. Und genau, ich wollte mich einfach noch ja, einmal melden, einmal Tschüss sagen. Ich hoffe, euch haben die zwei Videos zu Lias Geburtstag gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!